Ich liebe diese gefüllte Teigtaschen. Dabei ist es mir völlig egal, ob es Maultaschen sind oder die asiatischen Varianten. Ich habe immer nur das Problem gehabt, mag ich sie jetzt geröstet oder lieber doch gedämpft. Also musste ein Rezept her, wo ich beides gleichzeitig in einem mache. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Diese gefüllte Teigtaschen herzustellen ist ganz einfach, brauchst da nicht viele Zutaten. Ich habe hier etwas Kohl, gemischtes Hackfleisch, Wasser, Sojasauce, Sesamöl, Mehl, bisschen Rapsöl, Pfeffer, hier diesen Asian Dust Drop aus Folge 45, Cayenne, Salz, Frühlingszwiebeln, etwas Ingwer und natürlich Knoblauch. Fangen wir mit der Füllung an. Das Hackfleisch in eine Schüssel geben. Dazu gebe ich die fein geschnittenen Zwiebeln. Auch gleich den Knoblauch, den habe ich auch sehr fein gehackt. Die genauen Mengenangaben stehen wie immer auf dem Blog mit allen anderen Ideen, die ich noch dazu habe. Dann den Ingwer schön fein schneiden. Dazugeben. Den Kohl habe ich in Reiskorngröße geschnitten, damit ich nachher schöne Kügelchen machen kann. Als Würzung geben wir etwas Salz, etwas Pfeffer, natürlich etwas Cayenne und von dem Rub, dem Asia Rub, geben wir auch noch ein bisschen was dazu. Dann etwas Sesamöl, nicht zu viel, das Zeug ist sehr, sehr stark. Und etwas Sojasauce. Dann nehme ich eine Gabel. Jetzt wirst du dich sicher fragen, Mensch, nimm doch die Hand. Nein, das will ich nicht. Ich möchte eine lockere Füllung haben und keinen harten Fleischball in meinen Teigtaschen. Deswegen hier vorsichtig umrühren, bis alles gut vermischt ist. Ist dann alles gut vermischt, dann einfach ein bisschen runterdrücken, die Ränder ein bisschen sauber machen. Wie auf einer Party, die kommt auch erst richtig in Fahrt, wenn es eine Zeit lang die Leute da sind. Das gilt für die Aromen hier auch. Einfach mit einer Folie abdecken und mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank geben. Dann ist es Zeit, den Teig herzustellen. Dazu das Mehl in eine Schüssel geben, etwas Salz dazu und ganz wichtig, heißes Wasser. Es muss nicht kochen, es muss aber heiß sein. Dann anfange das Ganze zu vermischen. Dann ein bisschen weniger klebrig ist als zu Anfang, einfach die Arbeitsfläche mit ein bisschen Mehl bestreuen. Den Teig drauf und dann anfangen, ein bisschen einzukneten. Wenn man dann merkt, es reicht nicht aus, es ist immer noch zu klebrig, einfach noch ein bisschen Mehl dazugeben und weitermachen. Hat man dann etwas Mehl noch eingearbeitet, du wirst immer ein bisschen justieren müssen. Entweder brauchst du mehr Flüssigkeit oder du brauchst mehr Mehl. Das wird immer so sein. Dann hast du einen Teig am Ende, den du, wenn du ihn drückst, der zurückfedert. Wenn du das so gereicht hast, einfach abdecken und eine halbe Stunde ruhen lassen. Nach der halben Stunde Ruhezeit erhältst du einen Teig,
der noch elastischer geworden ist und mit dem man jetzt richtig gut arbeiten kann. Dazu teile ich ihn einmal in der Mitte. Jedes weitere Teil nochmal in der Mitte. Dann mache ich das ein bisschen eben. Teile das nochmal in der Mitte. Und schließlich das letzte Mal. In die Mitte und in die Mitte. Jetzt habe ich vier Teile. Dank dem deutschen Schulsystem kann ich sagen, wir machen also insgesamt 32 solche Teigbollen. Etwas Mehl. Nimmst du so ein Teigstück, du es von beiden Seiten ein bisschen bemehlen und dann formst du eine kleine Pizza. Wenn du mit den Fingern nicht mehr weiterkommst, dann nimmst du einfach ein Holzstäbchen und machst einen Kreis. Der muss jetzt nicht 100% sein. Die sehen nachher trotzdem gut aus, wenn sie fertig sind, aber es erleichtert halt die Arbeit ein bisschen. Dann die Füllung rein. Und mit etwas Wasser nur ganz leicht befeuchten. Nicht richtig nass machen. Es reicht, wenn es ein bisschen feucht ist. Dann gehst du her, nimmst es oben und fängst an, hier alles zusammenzudrücken. Natürlich auch auf der anderen Seite. Und das machst du jetzt mit allen. Hast du dann alle Teigtaschen vorbereitet, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du frierst sie so auf dem Teller ein, kannst sie danach in Gefrierbeutel verpacken und sie dann bei Bedarf eben holen. Oder du kannst sie gleich weiterverarbeiten und das machen wir jetzt. In eine Pfanne mit passendem Deckel, der muss nicht genau passen, aber er sollte irgendwo mal dicht sein. Etwas Rapsöl eingießen. Ist das Öl dann heiß, setzen wir die Teigtaschen ein. Ich zeige es euch hier mal an den 6 Stück und lassen sie erstmal anbraten. Sind sie dann leicht braun, gießen wir etwas Wasser dazu, nicht zu viel, denn wir wollen ja jetzt dämpfen. Und so lassen wir sie jetzt erstmal richtig schön langsam garen. Nach ein paar Minuten den Deckel abnehmen. Und das Wasser noch ein bisschen verkochen lassen, sind sie unten schön knusprig, oben gedämpft und dann ist Zeit zu servieren. Und servieren. Passt wunderbar so ein Krautsalat dazu und natürlich eine gewürzte Sojasauce. Noch etwas Grün. Guten Appetit! Ja, ist gar nicht so schwer, diese gefüllten Teigtaschen herzustellen. Geh auf den Blog, hol das Rezept. Ich schreibe noch dazu, welchen Salat ich da gemacht habe und welche Dipping-Soße ich da gemacht habe. Ich hoffe, du gibst dem Ganzen eine Chance und machst dir deine eigenen gefüllten Teigtaschen.